Hallo, ich bin der Fleischer aus Leidenschaft. Ich freue mich, dass ihr auf meinem Kanal seid und mir zuschaut, was ich tue. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, stehe ich gern zur Verfügung. Bis dahin, euer Fleischer aus Leidenschaft. Hallo meine Freunde, hier ist ja euer Fleischer aus Leidenschaft mal wieder. Also was will ich euch heute als erstes einmal zeigen, und zwar so für einige Wurstsorten, Wiener Würstchen oder Frankfurter Würstchen, oder für das Aufschnittbrett nimmt man ja auch Kalbfleisch. Ja, so jetzt bin ich ja immer neugierig, gucke ja auch auf anderen Leuten, die Wurst machen. Klapp, hopp, hopp, schnell Wurst machen, zack, 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 fertig. So ist es ja nicht. Ja, und dann nehmen die ja Fleischstücke, wo mir ja die Haare zu Berge stehen. Ja, dann nehmen sie Edelfleischstücke aus der Keule, ja, was man wunderbar zum Braten nehmen kann. Ich mache das nicht. Ja. Ihr wisst ja, ich komme hier aus dem Großraum Berlin, also am Rande von Berlin lebe ich. Leider gibt es hier keinen Schlachthof, und auch diese ganzen Betriebe, die Zerlegebetriebe, wollen also mit uns kleinen Wurstmachern nichts zu tun haben. Dann kommt dann nachher so einer angeschissen und will dies haben, zwei Backen, und die wollen sie nicht. Also lasse ich mir das Fleisch schicken von metzgerfleisch.de, und jetzt habe ich mir bestellt. Kalbfleisch, Zuschnitte, Abschnitte will ich nicht sagen, Zuschnitte, das heißt also so das Fleisch, wo man Kalbshack von machen kann. Da ist ja auch noch ein bisschen Fett drin. Ich bestelle das grundsätzlich nicht durchgewolft, sondern ich will die Stücken Fleisch haben, damit ich die auf dem Tisch habe und sehe, was da ist. Das heißt also auch, ich empfehle nicht irgendwo Rinderhack zu kaufen, was schon durch den Wolf gedreht ist. Ach, dann spare ich ja wieder meinen Wolf, brauche ich nicht abwaschen. Ja, ist der falsche Weg. Kauft, das könnt ihr ruhig kaufen. Ja, aber sagt da nicht durch den Wolf drin, mache ich selber. Weil ich gucken will, was drin ist. Also habe ich jetzt hier mein Kalbfleisch. Jetzt gehe ich einmal nach unten. Wenn das auch funktioniert, wie ich das so möchte. Dann wundert euch jetzt nicht. Ich nehme ja gerade mit dem Handy auf, weil ich habe keine vernünftige Kamera zurzeit. Also so sieht das Fleisch aus, was die mir geliefert haben. Ja, ihr seht ja, hier ist ja Fett drin. Ja, und hier ist etwas, was ich nicht drin haben möchte. Also gehe ich her und schneide mir dieses Fett, schneide ich mir einfach ab. Das kann ich jetzt ruhig ein bisschen großzügig machen. Ja, weil das. Und hier ist eine Sehne. Ja, das will ich also nicht in meiner Wurst haben. So schaue ich mir denn das Fleisch in Ruhe an. Das kommt weg. Das kommt in die Schale. Ja, da kann ich also auch, seht ihr, wie schön das Fleisch ist. Da könnte ich jetzt also auch in Gulasch von machen. Aber ich will das jetzt zur Wurst nehmen. So, hier habe ich wieder so eine Fettschicht. Die kann ich ruhig ein bisschen großzügiger abschneiden, weil das nehme ich nachher, wenn ich Salzleberwurst mache, nehme ich mit in die Leberwurst rein. Ja? Das heißt, ich gehe also her und sortiere mir das Fleisch vernünftig. Ja, das kann ich so lassen. Schneide das nur in wolfgerechte Stücke. Dann habe ich nämlich hier mein Kalbfleisch. Hier, das tue ich, siehst du, da ist so was drin, was ich nicht haben möchte. Was ich dann nicht unbedingt in meinem Aufschnittbrett haben will. Denn da kann der Kutter noch so gut sein. Das kriegt er nicht klein. Aber jedenfalls ist mein Messer nicht scharf genug heute. Ich glaube, ich muss das doch mal schleifen. Ja, das sortiere ich dann schön aus. So, dann haben wir hier so ein nächstes schönes Stück. Also die Fettschicht nehme ich mal weg. Wieder hier ist wieder schön mit einer Sehne.
Das ist wieder etwas, was ich nicht haben will. Hier genauso. Da ist zum Beispiel, seht ihr, da ist so ein Stempel drauf vom Fleischbeschauer. Das nehme ich auch immer weg, weil das ist ja nicht giftig. Aber das gibt dann Punkte im Brät. Das ist ja eine Lebensmittelfarbe, womit die hier ihre Stempel drauf machen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Hier ist auch so ein bisschen was, das ist so teilchig ist das. Das gibt dann nachher einen komischen Geschmack in der Wurst. Und das will ich nicht da drin haben. Das heißt also auch, ich euch das jetzt hier so erzähle, dass wenn ich mein Hackfleisch, was ich selbst verwende, ja, nehme ich Rindverarbeitungsfleisch und sortiere mir mein Hackfleisch selber. Ja? Das ist wieder ein Fett. Dann wisst ihr ja, was ich jetzt so euch erzählt habe. Das kommt dazu, dass ich demnächst also Kalbsleberwurst machen will. Dann nehme ich jetzt meine Waage, kleinen Beutel. Da schreibe ich dann mal drauf, Kalb, Leberwurst. Ja? Das heißt, ich nehme jetzt dieses, wo ich sage, das Kalbsfett, tue ich mir jetzt hier in diesen schönen Beutel rein. Und da ich ja weiß, wenn ich die Kalbsleberwurst mache, dass ich also von dem Fleisch, nehme ich ja für den Kutter 4 Kilo. Das ist das Einzige, wo ich so viel Fleisch nehme in dem Kutter drin, weil da stockt das nicht. Und wenn ich eine Kalbsleberwurst mache, mache ich keine Kalbsleber rein. Weil Kalbsleber gibt keinen Kalbfleischgeschmack, sondern nur dieses Fett und ein bisschen Magerfleisch. Und dann nehme ich 10%. Das heißt, bei 4 Kilo, 10% sind das 400 Gramm. Jetzt habe ich 340 Gramm habe ich schon Fett. Und dann habe ich noch ein bisschen Magerfleisch zugetan. So, ich habe jetzt 409 Gramm, das schweiße ich ein und friere es ein. Und wenn ich dann die Kalbsleberwurst mache, nehme ich das raus, kommt das in den Kessel und dann mache ich meine Kalbsleberwurst. Ja, also so gehe ich also immer her, wenn ich mein Fleisch einkaufe, ich schneide das hier zurecht. Das nehme ich jetzt gleich, weil ich gleich auch wieder Wurst mache. Aber da mache ich jetzt einmal so einen Cut. Ja, liebe Freunde, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, empfehlt mich weiter, macht Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Fleischer aus Leidenschaft.